Also Feuerwehrmann bin ich jetzt schon seit 38 Jahren, glaube ich, in etwa. Dass jemand mit Motorrad mit der Wucht durch so ein Gelände durchgebrochen ist, habe ich noch nicht gesehen. Aber es gibt nichts, was es nicht gibt. Alarmiert wurden wir nach einem Verkehrsunfall 1 mit der Alarmmeldung schwerer Motorradunfall mit schwerstverletzter Person hier im Kreuzungsbereich der Anstreuter Straße. Es waren schon Einsatzkräfte der Polizei hier vor Ort. Es waren professionelle Ersthelfer. Der verunfallt hat also das Glück, dass vermutlich vom Rettungsdienst Leute hier privat vorbeigekommen sind. Die haben ihn bereits erst versorgt und dann kamen wir halt hier dazu. Welche Bilder sieht man hier? Also für uns war es jetzt zunächst erstmal wichtig, also der Verunfallte wurde bereits versorgt. Für uns war es wichtig, dass das Gelände, das eben rausgebrochen bzw. verbogen war, dass der Einsatzbereich heute halt zum Absturz hier abgesichert ist. Und die zweite Problematik, die da war, war natürlich die Verkehrsführung. Wir wollen heute halt da weitere verkehrsabsichernde Maßnahmen zunächst durchzuführen. Wir befinden uns hier auf der Brücke zur Bahnunterführung an der Ernst-Reuter-Straße, Ecke Leopoldstraße. Hier kam es heute gegen 16.15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer, der als Fahrschüler unterwegs war, durchbrach mit seiner Maschine das Brückengeländer der Bahnlinie. Das Motorrad blieb dann am Bahndamm liegen und glücklicherweise wurde der Motorradfahrer nicht den Abhang hinuntergeschleudert, sondern er blieb auf der Brücke verletzt liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum verlegt. Näheres wissen wir momentan auch noch nicht, wir müssen jetzt abwarten. Zur Ursache selber wurde jetzt ein Gutachter hinzugezogen, der jetzt genau klärt, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. Es ist so, dass der Motorradfahrer an der Leopoldstraße stand und dort plötzlich das Motorrad stark beschleunigte. Das Motorrad fuhr dann mit Fahrer über die Ernst-Reuter-Straße drüber. Und wie gesagt, das Motorrad durchbrach dann das Brückengeländer und blieb dann am Bahndamm liegen. Also in meiner Laufbahn als Polizeibeamter hatte ich so einen Unfall noch nicht gesehen. Wir wünschen natürlich dem Motorradfahrer gute Besserung und hoffentlich, dass alles gut geht.